Hollywood ist es nun offiziell. Ich habe es ja schon vor ein paar Monaten angesprochen, dass bald auch was für die Switch angekündigt wird, was Pokémon hauptspielmäßig angeht. Und einige haben auch kommentiert, dass Pokémon auf dem 3DS bleiben wird. Aber ich muss für euch jetzt leider eine schlechte Nachricht übergeben. Pokémon, die Hauptserie, wird höchstwahrscheinlich auf die Switch übergehen. Das war ein bisschen abzusehen. Wir haben ja auch jetzt Ultrasonne und Ultramond für den 3DS angekündigt bekommen. Und das war bei Pokémon Schwarz und Weiß 2 auch der Fall. Da war der 3DS nämlich auch schon draußen, aber es wurde noch für den DS angekündigt. Was auch relativ schade war, weil ich hatte auch den 3DS da schon zu dem Zeitpunkt und hätte mich auch für eine 3DS-Generation sehr gefreut. Die Sache jetzt ist aber, wir haben jetzt angekündigt bekommen, dass Game Freak an einem Pokémon-RPG-Spiel für die Switch arbeitet. Was spricht jetzt dafür, dass es ein Hauptspiel ist? Erstens, dass Game Freak dran arbeitet. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Aspekt, was das angeht. Denn Game Freak arbeitet nur an den Hauptspielen. An den anderen Spielen arbeiten meistens eigentlich nur immer die ganzen anderen Firmen. Auch bei Pokémon XD und so haben andere Firmen gearbeitet und nicht Game Freak selber. Des Weiteren ist ein RPG-Spiel Pokémon. Also Pokémon, die Hauptedition, die Edition sind RPGs, Roleplay Games. Und das sind halt nur die Hauptgeneration und vielleicht noch XD, ja. Aber das wurde ja auch nicht von Game Freak selber entwickelt, sondern von anderen Entwicklerstudios. Deswegen spricht sehr viel für eine Hauptedition. Ich will aber jetzt nicht allzu sehr auf das Thema eingehen, weil wenn es dann doch keine ist, werde ich dann auch weggeflammt. Deswegen, also ich schätze mit zu 99% mit einer Hauptedition. Ihr könnt ja eure Meinung dazu selber bilden, was ihr davon haltet. Ich möchte jetzt noch ganz kurz am Ende meine Meinung zu der ganzen Sache sagen. Ich weiß, es werden jetzt sehr viele auch eine andere Meinung haben, deswegen schreibt sie gerne in die Kommentare, aber auch bitte begründet, denn ich weiß, dass sehr viele sehr abgefuckt sind, dass die Generationen nicht auf dem 3DS bleiben werden, aber es war wirklich abzusehen, da halt die Switch die 3DS absetzen wird. Sie wird halt den 3DS wirklich absetzen, das heißt, es wird bald keine 3DS-Spiele mehr, also nicht mehr so viele in Produktion geben, vor allem nicht mehr so viele neue, und damit wird halt auch die Pokémon-Generation auf die Switch übergehen. Deswegen habe ich das auch bei Ultrasonne und Ultramond gesagt, warum wurde es nicht auf die Switch gebracht? Aber gut, sie arbeiten jetzt wohl an einem Hauptgame, wo sie jetzt auch schon ein Jahr oder so ungefähr dran arbeiten und jetzt noch ein bisschen dran worken. Es ist krass, wie viel die jetzt auf einmal hintereinander machen. Die haben jetzt Sonne, Mond, Ultrasonne, Mond und jetzt dieses Spiel im Rattern hintereinander gemacht. Also das ist echt Props an die Leute. Also die geben sich da echt Mühe und hauen da echt eine Menge Stuff raus. Dann noch Pokémon Tekken auf jeden Fall, bei mir hat es gerade geklingelt, Wayne. Aber dann noch Pokémon Tekken, auch noch ein Game, was für die Switch rauskommt. Aber cool, ich finde es auf jeden Fall cool, dass es für die Switch rauskommt. Wie gesagt, die Switch ist, ja, 320 Euro kostet, glaube ich, derzeit. Deswegen, für manche ist es zu teuer. Aber schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und vielleicht eure Wünsche für dieses Switch-Game auch gerne in die Kommentare. Weil, was stellt ihr euch vor? Was wollt ihr für coole Features haben? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Grafik halt auch mal richtig abgepäppelt ist. Das geht auf den 3DS halt nicht mehr. Die Leistung ist zu schwach, die Grafik ist zu schwach. Ich meine, die Doppel- und Dreifachkämpfe laggen schon bei Sonne und Mond. Das ist halt echt, nee, nicht, die, doch Doppelkämpfe laggen. Und ich glaube, die, hier, diese Vierfach-Arena laggt halt auch, das Royal. Und ja, das ist halt ein bisschen schade und die Grafik ist halt auch relativ vermindert. Und deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das auf der Switch halt ganz anders aussieht. Geile Grafik und das schön in 60 FPS. Ganz lustig, das würde mich sehr erfreuen. Und schreibt wie gesagt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao. We'll be right back.